Leute, es war ein anstrengender Tag, aber dennoch habe ich gerade Zeit und Lust für ein Video und es ist einiges, was ich euch gerade zeigen möchte, weil ich war wieder mal bei IKEA einkaufen. Ich wollte nur ein wenig Deko für Kerzen etc., weil ich habe immer so ein Kerzenglas und es war mir so langweilig, weil ich jetzt Advent gehabt habe und jetzt will ich ein bisschen auf Umstellung auf Frühjahr bald gehen. Aber dennoch ist es viel zu viel geworden. Die Preise kann ich euch da, wenn es euch interessiert, dann später in die Infobox schreiben. Also, oder ihr fragt einfach über die Kommentare. Das ist jetzt mir erstmal lieber, weil ich habe echt wenig Zeit. Ich bin schon am Abitur lernen und alles. Und ja, dann fange ich einfach mal an, weil es ist einiges. Und entschuldigt bitte mein Aussehen. Naja, wenn man geschafft ist, dann sieht man nicht immer aus wie frisch aus dem Ei gepellt. Und deswegen entschuldigt dies bitte. So, also ich fange mal an. Ich habe mir Aufbewahrungsboxen geholt. Das sind die Smaller Boxen. Und zwar sind es die 5 Liter Boxen. Sind halt so klein. Möchte ich mein Make-up reintun und es im Bad stapeln, weil ich habe bis jetzt momentan alte DM-Boxen, also von den DM-Boxen die Hüllen halt, die Hüllen, ja, also die Box an sich halt. Und naja, die Boxen, die halten nicht so gut und man sieht ja auch nie, was drin ist und deswegen wollte ich halt die in so durchsichtige Boxen stellen. Ist zwar nicht das Schönste, aber so viel Platz habe ich auch nicht, deswegen muss es praktisch sein. Und da habe ich insgesamt nochmal 3 weitere, also 4 Stück. Denke, damit komme ich erstmal weit. Irgendwo sind auch genau 1, 2, 3, 4 von den Deckeln. Na, die Deckel. Dann, was schon in Gebrauch ist, weil ich ja angefangen habe zu backen. Momentan, also meine Cupcakes sind gerade im Ofen, deswegen habe ich gerade Zeit. Mein Freund kümmert sich dann darum, dass die dann rauskommen. Einmal ein 1,8, glaube ich, sind die. Steht irgendwo drauf, oder nicht? Nein, steht nicht drauf, aber ich glaube, das waren die 1,8er. Da habe ich jetzt Mehl drin von den Einmachgläsern. Und noch ein 1,8er, da habe ich jetzt Zucker drin. Und ein kleineres, das müsste das eine 1 Liter sein. Das sieht nicht ganz so appetitlich aus, jetzt weil es ein bisschen gelegen hat. Und da ist einfach nur Stärke drin. Braucht man halt alles zum Backen. Und wenn ihr das grüne Ding an meinem Finger seht, das ist Lebensmittelfarbe. Ja, dann halt die 3 Einmachgläser. Die stelle ich mal lieber auf die Seite, da fallen sie nicht runter. Ja, dann fange ich mal hier in der Krimskramskiste an. Einiges. Nochmal neue Gummis für die Einmachgläser, weil ich habe schon welche zu Hause und habe, glaube ich, einen Gummi verloren. Sind 5 Stück, glaube ich, drin. 1, 2, 3, ja, 5 Stück. Ja, steht auch hier vorne. Und das sind die Korken. Und die Gläser heißen generell auch Korken. Dann 2-mal Schippe und Besen. Den blauen wieder für den Haushalt, weil irgendwie ist unserer abhanden gekommen. Keine Ahnung wo. Der findet sich wahrscheinlich gerade dann, wenn wir den jetzt halt haben, wird er sich gleich wieder finden. Und einmal noch in grün. Das wird dann für den Käfig von meinem kleinen Haustier sein. Ja, dann 2x4 Rollen Dekotape. Einmal dieses ganz normale Framstella. Das sind jeweils 10 Meter und das ist einmal mit Open Me, dann halt so ein blau gestreiftes, ein blaues und ein blau gestupftes. Habe ich ja auch schon die rosanen mit dem unten Love drauf. Finde ich ganz schön, ist halt fürs Filofaxing auch immer mal schön zu verwenden. Dann 5 Meter, aber auch 4 Stück und zwar Kennetecken heißt das. Da gibt es auch noch so eine Neongelbe, die fand ich jetzt nicht so schön. Und da ist halt einmal schwarz, einmal so mit so, ja, seht einfach mal selbst, das kann ich schlecht beschreiben, was das zweite ist. Und einmal mit Ausrufezeichen, das ist das schwarze mit den grünen Strichen, das sind Ausrufezeichen. Da seht ihr den Punkt davon. Und halt noch ein grünes. Ja, die gibt es auch jetzt ganz neu erst, also erst seit diesem Jahr.
nicht gesehen. Und ja, dann habe ich mir noch einen neuen Pfannenwender gekauft, weil irgendwie habe ich immer zu wenig. Und dadurch, dass ich beschichtete Pfannen habe, einen aus Kunststoff. Finde ich jetzt nicht so schön, aber es war günstig. Mit, glaube ich, 80 Cent oder so. Und ja. Dann eine dünne Würstchenzange. Auch nochmal für, glaube ich, 80 Cent. Ein Schwarz. Also, wenn es den in Schwarz gegeben hätte, hätte ich den auch in Schwarz genommen. Aber leider, leider nicht. Dann auch unspektakulär eine neue Spülbürste, die immer für 79 Cent mit diesem Pinökel unten, dass man das halt so ansaugen kann und dann fällt die nicht um. Also ich habe sie jetzt gerade mal in meiner neuen Smaller Box, also ist sie jetzt angeheftet und da fällt sie nicht runter. Habt ihr schön gehört? Ja genau, das ist die Smaller Box in Größe 11 Liter. Für mein Deko-Zeug immer gut zu gebrauchen. Kommt das ganze Krimskrams wieder rein. Ja, dann noch zwei neue Holzkochlöffel, weil irgendwie habe ich mal drei gehabt und irgendwie sind zwei kaputt gegangen. Und ja, deswegen zwei neue. Dann zum Backen zwei neue Silikonpinsel. Ich kann einen ja mal auspacken. Also es sind hier. Also das Muster generell finde ich hier am Griff sehr schön und halt hier oben schön eng und alles. Und eigentlich bin ich ja auch eher ein Fan von ja, von diesen Holzpinseln, aber dennoch, die Silikonpinsel braucht man immer mal und deswegen auch noch mal einen in Pink, weil manchmal arbeitet man, also arbeite ich mit meinem Freund zusammen und alles, da braucht man zwei Pinsel und wir konnten uns außerdem, also er meinte, ich soll den weißen nehmen mit dem schwarzen und nicht den pink mit dem dunkelblau. Und ich habe gesagt, ich will aber den pinken und dann haben wir einfach gesagt, wir nehmen beide, weil die nur 1 Euro kosten. Und ja. Und dann als nächstes, weil ich habe zwar eigentlich, also ich habe von Tupperware zweimal diesen größeren Schaber und einmal den dünnen Schaber halt noch. Aber irgendwie reicht mir das nicht. Und deswegen noch ein weiterer Schaber. Den gab es leider nicht in Pink, sonst hätte ich ihn in Pink genommen oder beide. Ja, der ist auch ein bisschen schmaler als der von Tupper, als der breitere von Tupper. Und ja, ich habe es vorhin schon wieder gemerkt, ich habe alle drei von Tupper in einem Einsatz gehabt und hatte dann noch zu wenig. Ich weiß nicht, die Dinger braucht man viel zu oft beim Backen. Ja, welches fange ich an? Na, ich mache hier mal weiter. Dann einen neuen Badezimmerteppich in Rot. Das ist der Toftbo. Nein, Toftbo. Ist halt in der Größe. Und wir haben ja einen schon in Pink und irgendwie war es immer blöd, wenn der in der Wäsche war. Und deswegen haben wir noch einen in Rot. Da hängt jetzt ein Fusel dran. Blöder Fusel. So. Und auf jeden Fall, ja. Unser neuer Toftbo. Ich finde die Namen von Ikea immer noch so lustig. Dann habe ich schon bei meinem letzten Ikea-Haul gezeigt. Dieses Fischerhandtuch. Irgendwie finde ich, das ist nicht so weich wie das andere. Aber, ja, nochmal halt so ein Fischerhandtuch. Das war Swalen. Und ja, es ist halt immer schöner, wenn man immer das gleiche Handtuch quasi hängen hat. Aber das eine muss natürlich auch immer gewaschen werden. Und deswegen das gleiche, damit es nicht immer so... Ja, das passt einfach besser bei uns ins Bad. Dann etwas, weswegen wir ja eigentlich in die Ikea gefahren sind. Und zwar Duftkerzen. Die sind anscheinend auch noch recht neu. Die habe ich noch nicht gesehen, die Nuker. Das ist eine 8 cm mit, also eine 8 cm, eine 9,5 und eine 11 cm hohe Kerze mit leicht unterschiedlichen Durchmessern. Ja, die sind immer so einen halben Zoll größer halt. Und ja, ich weiß nicht, die haben glaube ich 3 oder 4 Euro gekostet. Die kommen halt in mein Kerzenglas, halt eine nach der anderen und ja. Und auch
haben wir noch eine runde Kerze, die Phänomen. Die hat einen Durchmesser von 10 cm, ist unten hier halt ein bisschen abgeflacht. Und ich hoffe, die sieht auch ganz schön aus. Ich kann sie ja mal auspacken. Dann sieht man es, glaube ich, besser, dass sie eine schöne Kugel ist. Und ja, so ist die halt ausgepackt mit dem Docht hier. Und ich hoffe, die brennt auch ganz ab und nicht einfach nur so rein. Und ja. Und dann in der einen Tüte das letzte. Also wir haben unsere Rewe oder Rossmann Einkaufstüten mitgenommen. Wir kaufen da keine bei Ikea. Zweimal von dem Ikea 365 Plus. Die 16x16 Schalen. Ich glaube, die kann man auch in den Ofen tun für kleine Aufläufe. Wir haben es die aber hauptsächlich so zum Essen von Suppen und sowas geholt. Und ja, auf jeden Fall zwei Stück, weil wir zwei Personen sind. Und ja. Dann habe ich mich ein wenig in der Fundgrube umgesehen und habe dann diese hier gesehen. Die sind für Müsli genau richtig von der Größe. Und die haben jetzt anstatt 1,99 nur 1,50 gekostet. Und dann habe ich mir von den größeren 2, 3, 4 mitgenommen. Und das sind wie viel Liter? Steht das irgendwo drauf? 3,5 Liter. Wie gesagt, kommen halt Cornflakes und so rein. Und je mehr Boxen man hat, desto mehr Auswahl hat man an Cornflakes. Und es ist immer schön, wenn man da so ein bisschen Auswahl hat. Ich habe da irgendwie so ein Einhorn hier oben. Naja, gut. Dann eine kleinere. Die ist, glaube ich, die hat nur 1 € anstatt 1,49 gekostet. Das sind nur 1,9 Liter. Aber es gibt ja auch mal kleinere Portionen Müsli oder mal Nudeln, die man auch reintun kann. Und ja. Hier sieht's aus. Gut, dann was auch mal wieder mit musste, war eine neue Klobürste. Ganz unspektakulär, die ganz günstige. Wir haben eigentlich eine teurere von Ikea gehabt mit so einem silbernen Behälter und irgendwie. Ja, es lohnt sich nicht da irgendwie. Also man kann ja die Bürste auswechseln, aber. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich das dann eklig, den gleichen Behälter irgendwie zu benutzen, weil da hat sich ja immer dieser Siff abgesetzt und deswegen jetzt einfach die günstige neue halt extra in Dunkel, damit man da keine ekligen Flecken sieht. Ja. Dann auch noch für, das weiß ich noch, 4,99 €, ein Schmacksam-Backset. Das ist so ein Kuchenschneider, ein Kuchenspatel und eine Spritz. Beutel mit 6 Tüllen drin. Ich kann es ja mal aufmachen. Entschuldigung, ich werfe hier gerade mit Verpackungen. Ich weiß auch gar nicht, wie die genau aufgehen soll. Wahrscheinlich mache ich es jetzt auch komplett falsch auf. Ja, mache ich auch. Schön ist, ich habe hier gerade keine Schere da, um dieses Tesa abzumachen. So, ich hoffe, der ganze Lärm hat sich gelohnt. Also einmal hier so ein Kuchenspatel mit verschiedenen Zacken. Sieht nur ein bisschen aus wie aus dem Baumarkt, finde ich. Zumindest im Baumarkt kriegt man ja so welche mit der Seite und bestimmt auch hier mit so Zähnchen. Also einmal hier so Zähnchen, einmal hier so Wellen, einmal hier so, ja, wie diese Burgzinnen und einmal halt glatt. Dann einmal so ein Kuchenmesser-Ding. Ist da, dass man halt gerade auch schneidet, wo man es halt aufsetzt. Das hier ist dieser Bügel. Und da in dem Bügel gibt es halt dieses Messer. Wie das da drin kommt. Genau, da zieht man hier die Füßchen ab. Steckt das dann da drauf. Irgendwie. Okay. Ich weiß gerade nicht, wie die das draufkriegen wollen. Okay.
Naja, es ist auf jeden Fall biegsam. Aber biegsam. Ups. So, eine Anleitung dazu. Na super, IKEA ohne Anleitung. Wie soll das da reinpassen? Ich meine, das ist Metall, das kann man doch nicht dehnen wie so ein Gummi. Ah, das andere Metall kann man ein bisschen biegen. Okay, also gut, wenn man das eine Metall dann verbogen hat, wo das draufsteckt, kann man es halt in die gleichen Abstände halt einrasten und dann kann man da seinen Kuchen mit schneiden. Unten noch die Füße dran, damit man die Arbeitsplatte nicht noch zerstört. Verschiedene Abstände. Ja. Ist immer praktisch, wenn man viel backt. Und halt hier noch einen Spritzbeutel. Mit insgesamt 6 Tüllen. Was ich schön finde, sind nicht so standardmäßige Tüllen, die man bei jedem Spritzbeutel hat. Okay, natürlich schon, aber also hier einmal dieser Spritzbeutel. Fühlt sich sehr, der riecht auch sehr plastik, also so silikonmäßig an. Ja. Also hier, wie gesagt, der Spritzbeutel. Ganz normal, wie jeder ihn kennt. Mit vorne so geschraubt, damit man das einsetzen kann. Und hier ist so eine leicht abgeflachte Lochtülle. Seht ihr das? Also sie ist so leicht abgeflacht. Das ist halt eine von den 6 Tüllen. Also die Tüllen sind jetzt nicht sonderlich gut verarbeitet, wie ich jetzt hier an der Sterntülle sehe. Die ist schon leicht schief, habe ich das Gefühl. Also hier ist so eine Sterntülle. Und wenn man hier genau sieht, hier bei diesem Knick ist diese eine Zacke ein bisschen zu weit unten, aber sollte nicht stören. Also bei der anderen, bei der Sterntülle ist es jetzt nicht so. Nochmal eine Lochtülle mit kleinerem Loch. Und dann einmal diese Blatttülle oder wie es heißt, auf jeden Fall diese mit dem schmalen Loch. Und dann nochmal hier sowas komisch gezacktes, gewelltes. Keine Ahnung, für was man das nimmt. Die verschiedenen Tüllen sind dann dabei. Aber an sich für 5 Euro kann man nicht meckern. So. Dann 5 Produkte. Und dennoch irgendwie nur 1. Nein, 2. Also ja. Kerze hin und her. Man braucht ja auch was, wo man die Kerze reinstellt. Das Glas haben wir schon. Aber ich wollte natürlich auch noch ein bisschen Dekosand. Und da habe ich erstmal keinen Sand, sondern Steine gekauft. Das sind hier so schwarze, funkelnde Steine. Das sind die Couleurt. Couleurt, genau, ja. Das sind halt 700 Gramm drin. Und dann haben wir einmal Sand in Grün. Das ist ein 3/4 Kilo. Dann einmal auch noch mal ein 3/4. Nein. Sogar leichter. Das ist nur ein bisschen mehr als ein halbes Kilo. Das ist so ein Glitzersand. So glitzerrot. Das hatte ich auch an Weihnachten, glaube ich, in dem Haul mitgezeigt. Und zweimal so ein Pastellrot. Also zumindest so ein Rotrot. Da ist dann auch 0,75 Kilo drin. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas wegen den Preisen wissen wollt, dann fragt einfach. Aber effektiv, Tüten sind leer. Kisten habe ich euch auch alle gezeigt und zwischendrin leer gemacht. Ja, 20 Minuten, das ist schon wieder ein langes Video. Und ich hoffe, euch hat die Brand News Box das letzte Mal gefallen. Und nein, das vorletzte Mal. Das letzte Mal wird dann ein Aufgebraucht-Video sein, denke ich mal.
Je nachdem, in welcher Reihenfolge ich die Videos jetzt hochlade. Auf jeden Fall kommt noch mein Aufgebraucht für Dezember und Januar noch. Das werde ich dann morgen abdrehen oder übermorgen. Spätestens am Dienstag. Und ja. Dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal und ja. Schaut fleißig meine Videos und lasst vielleicht mal ein kleines Abo da. Also dann, ciao!